Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangi Ruffy und wir sind unterwegs bei World of Warship. Wir sind unterwegs mit dem panamerikanischen Kreuzer V. Guerrero. Das ist jetzt auf Stufe 3 Schiff der panamerikanischen Flotte. In dem Gefecht sind Schiffe der Stufe 2 und Stufe 3. Davon wieder auf jeder Seite 4 oder 5 Bots. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. So, das ist jetzt auch der ersten Schiffe aufgegangen. Ich versuche mein Glück, den Zerstörer zu treffen. Leider alle drei daneben. Ja, die Zerstörer sind klein, wendig und schnell. Die trifft man nicht so einfach. Und der Spieler konnte sich gegen den Bot durchsetzen. Schon mal vom Vorteil. So, da können wir jetzt auch den ersten Treffer setzen. So, da haben wir schon mal einen Bot, den wir jetzt zerstören können durch den Zitadellentreffer. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Und da konnten wir auch noch mal einen schönen Treffer setzen, wieder einen Zitadellentreffer dabei. Gleich noch mal einen hinterher. Damit ist der Kreuzer so gut wie zerstört. Jetzt wird auch zerstört. So, auf unserer Seite sind jetzt schon alle Gegner zerstört. Alle anderen 6 Gegner sind noch in der Nähe von ihrer eigenen Base. Das heißt, wir müssen jetzt einmal quer durch die Karte, über die Karte fahren.
Ja, da fährt man mit Vollspeed und hat das Gefühl, dass man trotzdem nicht irgendwie vorankommt. Und dem Gegner etwas näher kommt. Unser Zerstörer macht das gut. Nimmt einige Gegner raus. Auch der gegnerische Zerstörer, der noch übrig ist, macht das relativ gut, das Spiel. Leider macht das zu gut. Haben wir einen Kreuzer, der schon so gut wie tot ist. Treffer mitgeben. Und bis die ankommen, ist er weg. Torpedos direkt voraus. Torpedos voraus. So, jetzt haben wir noch drei Gegner. Ein Zerstörer, ein Kreuzer und ein Schlachtschiff. So, damit wir uns nicht zusammenstoßen, bin ich extra das rüber gefahren. Und da können wir den auch zerstören. Leider kollidiere ich damit kurz mit meinem Mitspieler zusammen. Aber da passiert da zum Glück nichts. Ist ja nicht so, als wenn. Torpedos direkt voraus! Torpedos auf Backbord! Der Gegner. Dann wäre ich bestimmt mit draufgegangen mit dem anderen Spieler. So konnte ich es abwenden. Konnte ihn einfach so, konnte ihn rausnehmen. Torpedos voraus. Torpedos auf Backbord. Dann wissen wir schon mal ungefähr, wo. Der Zerstörer ist. Hammern. Torpedos direkt voraus. Torpedos direkt voraus. Torpedos voraus. Und jetzt kommt der Torpedos immer und immer wieder. Alter, das Steuer noch kaputt, so dass ich nicht ordentlich manövrieren kann. So, das ist Zerstörer zerstört. Aber da ich, wie gesagt, noch manövrieren kann, treffen mich seine Torpedos. Da kann er mich noch rausnehmen. Jetzt noch der eine sein Schlachtschiff übrig. Und dann wird er rausgenommen und dann gucken wir uns das Questergebnis an. Insgesamt habe ich 23.827 Schaden gemacht, 44 Treffer, davon
34, die durchgeschlagen sind, 9 Durchschläge, einer, der nicht durchgeschlagen ist, ein Ausfall produziert, 2 Gegnerschiffe zerstört, 3-mal Zitadelle getroffen, 7-mal haben die Sekundärbatterien geschützt getroffen und 1 haben aufgeklärt. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.